Mahlzeit miteinander. Ja, ich war mal wieder im Supermarkt meines Vertrauens, beim Norma. Und ja, da habe ich ein Backerl gekauft. Da sind 4 verschiedene Biersorten drin. Alle unter dem Namen von Martin Luther. Habe ich auch zuerst ein paar Mal hinschauen müssen, habe es nicht glauben können, aber es ist tatsächlich so. Ja, und die erste Sorte stelle ich heute mal vor. Und das ist das Luther Porter. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie etwas befremdlich, die ganze Sache, aber ich habe gesagt, ich gebe der Sorte oder dieser, ja, wie soll man das nennen, dieser Probierbox einfach einmal eine Chance. Wir haben jetzt hier das, ja, wie gesagt, das Luther Porter, lieblicher Schwarztrunk nach alter Rezeptur. Okay, oben steht drauf Biermischgetränk. Ich habe eigentlich so eine goldene Regel, ich möchte auf dem Kanal keine Biermischgetränke verkosten. Das kommt jetzt mit sich, dass dieses Bier eben in der Box drin war, deswegen drücken wir mal ein Auge zu. Und ein Satz steht noch drauf, die ganze Welt ist voller Wunder. Ja, ich hoffe jetzt erst einmal, dass diese Flasche voller Wunder ist und dass ich nicht speien muss. Hinten ist nochmal ein Zitat von Martin Luther. Das lese ich jetzt aber nicht vor, zumal es auch nicht fokussiert jetzt hat. Drückt es auf Pause, lest es euch selber durch. Da steht irgendwas von Dünnbier. Ich hoffe nicht, dass da ein Dünnbier drin ist. Was aber interessant ist, sind die Zutaten. Und zwar Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Invertzuckersirup. Keine Ahnung, warum das da drin sein muss. Ich probiere es jetzt trotzdem einmal. Brauerei heißt Brauerei Neunspringe Worbis GmbH aus Leinefeld Worbis. Bei dem Namen wird man schon schlecht. Ja, Bier hat 4,9% Alkoholgehalt und ich denke, ich habe jetzt genug gesagt. Ich gehe jetzt einmal rein. Nehmen wir doch einmal einen Schluck. Okay. Ja, zum Geschmack sage ich gleich was. Jetzt schauen wir uns erst einmal an, was wir optisch da haben. Also. Das schaut jetzt auf den ersten Blick recht appetitlich aus. Also es schaut aus nach einem typischen Schwarzbier. Es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Geht schon, ja, es ist, was es verspricht, es ist schwarz. Der Schaum, der färbt sich auch bräunlich ein, der ist großporig, der fällt gleich zusammen, sieht man auch, der geht auf jeden Fall ganz schnell zurück. Ja, ich mag normalerweise Schwarzbiere, ich probiere jetzt einfach mal. Okay, also. Fangen wir mal an. Also man schmeckt auf jeden Fall diesen künstlichen Zuckergeschmack raus. Also es geht schon wirklich in das Sirupartige. Hätte ich das jetzt hinten nicht gelesen, da ich das wahrscheinlich nicht merke, aber tatsächlich ist es wirklich so, man schmeckt diesen Sirup raus. Erinnert so ein bisschen an so ein Cola-Weizen. Man schmeckt das Sirse sehr raus. Das ist total prägend. Also es ist zu süß, meiner Meinung nach. Man schmeckt aber den Alkohol raus. Und das sind so zwei Komponenten, die für mich einfach nicht zusammenpassen. Das ist was, keine Ahnung. Das kann man mal mit 16 trinken, wenn man es noch nicht gewohnt ist oder wenn einem kein Helles schmeckt. Aber das, weiß ich nicht, ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe schon andere Porter getrunken, die bestimmt auch weit verbreitet sind, kennt man. Die sind auch schmackhaft, die kann man trinken, aber das finde ich, ja, ist gar nicht meins. Das, fehlen mir jetzt irgendwo die Worte. Mei, nichtsdestotrotz, ich versuche jetzt, dass ich die restliche Halbe irgendwie abkriege. Schauen wir mal. Also, verkehren lassen muss ich es eigentlich nicht. Ja, aber ich denke, es wird schwer einige. Ich sage Prost und bis zum nächsten Mal.